Vielleicht kennt ihr auch das Problem, ich nenne es mal Problem, wenn man sich für sein eigenes Bild so begeistert, dass man gar nicht mehr kritisch nachdenkt, sondern dass man nur noch die tollen Teile sieht, wie sowas zum Beispiel, und sagt, wow, das ist so toll, was ich da gemacht habe. Da vergisst man ganz leicht sowas wie Bildlogik. Und Bildlogik ist etwas, was unabhängig vom Bildinhalt funktioniert. Na, es ist nicht besonders logisch, dass man so einen Kirchturm ins All schießt, aber die Bildlogik muss trotzdem bewahrt bleiben, gewahrt bleiben. Ganz klar, na, natürlich kann es nicht sein, dass wir hier dieses entsetzlich helle Licht sehen, das sich hier auf den Fassaden wunderbar widerspiegelt, aber auf dem Boden überhaupt keinen Lichteindruck hinterlässt. Das kann einfach nicht sein, das wirkt nicht logisch und deswegen müssen wir das ändern. So, diese Bildlogik, die ändern wir, indem wir eine weitere neue Ebene anlegen. Diesmal wieder ein Modus, der Grau als Füllfarbe unbedingt braucht, also sozusagen voraussetzt. Das ist das strahlende Licht. Das Häkchen ist damit gesetzt. Und die Farbe, ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen gespielt, ist nach wie vor unser Orange, nur deutlich noch weniger Farbe. Wenn ihr das mit zu viel Farbe verwendet, also diese Füllmethode strahlendes Licht mit zu viel Farbe verwendet, dann sieht es fürchterlich bunt aus. Also es sieht nicht mal mehr farbig aus, es sieht bunt und kitschig aus. Das könnt ihr mal probieren, ihr könnt es jederzeit wieder entsättigen, aber ich würde sowas hier nehmen. Wir haben also jetzt 255, 41, 28. Na, so, das sind die 241, 228, um genau zu sein. Das sind die Tonwerte bzw. die Werte für unsere drei Kanäle und das ist genau so ein blasses, super blasses Orange. Was mache ich damit? Naja, ich mache zwei Sachen. Erstens mal sorge ich dafür, dass wir allgemein mehr Licht auf dem Boden haben und dann zweitens gibt es dann noch den einen oder anderen Reflex, den man damit ausarbeiten kann. Das können wir natürlich in verschiedene Ebenen machen, kann aber auch diese eine Ebene sein. Ebene ist das Stichwort und ich nenne das hier einfach mal Bodenlicht, damit klar ist, was damit gemeint ist. So, wir brauchen einen Pinsel. Der darf schön groß werden, ungefähr so groß. Die Deckkraft, naja, 10% ist wahrscheinlich zu viel. Ich gehe auf 5%, denn diese Füllmethode strahlendes Licht, die ist nicht nur wahnsinnig sensibel, na, also auch schon bei sehr geringer Deckkraft wirkt die relativ stark. Sondern man kann strahlendes Licht tatsächlich bis zu reinem Weiß malen. Egal welche Farbe ich da jetzt verwende, wenn ich lang genug drüber male, wird es an der Stelle rein weiß werden. Und das kann hier natürlich auch wiederum nicht sein. So, wir wollen es schön hell haben. Die stärkste Helligkeit dürfte in diesem Bereich liegen, aber eben auch nach rechts und nach links dürfte ein wenig von dieser Helligkeit zu sehen sein. Ihr seht, das sind jetzt wirklich nur 5% Deckkraft und wenn man da mehrfach drüber geht, dann hat man das ganz schnell beisammen hier. So, ich mache es hier mal ein bisschen kleiner und möchte ja eigentlich nicht den ganz unteren Bildrand super hell haben. Na, das wirkt eigentlich immer so, als würde da die Aufmerksamkeit an der Stelle aus dem Bild quasi rausfließen. Das möchte ich natürlich nicht, aber hier darf es schon noch ein bisschen heller werden, auf dem Rasen sowieso. Und ihr seht, ich male das lieber ganz, ganz nach und nach, ganz, ganz vorsichtig und sachte ein. Und ihr seht vielleicht auch, dass die Zunahme der Helligkeit nicht linear stattfindet. Also das, was ich jetzt habe, so hell wie es jetzt ist, wenn ich jetzt einmal drüber gehe, dann sieht man gleich sehr viel mehr von dieser Helligkeit, obwohl ich immer noch mit einer Deckkraft von 5% unterwegs bin. Also da muss man wirklich mit ja, sehr viel Sensibilität rangehen und es nur langsam Strich für Strich aufmalen. Ich glaube, damit fahrt ihr am allerbesten. So, vielleicht die Fahrzeuge hier noch so ein bisschen aufhellen. Na, so, da können wir es ein bisschen größer machen. Und viel mehr Licht werden wir da wahrscheinlich nicht brauchen. Für meinen Begriff ist es hier sogar schon ein bisschen zu hell geworden. Sollte euch das passieren, nehmt ihr einfach mittleres Grau. Das ist der Tonwert 128 und malt mit mittlerem Grau, natürlich auch gerne mit größerer Deckkraft hier wieder drüber, um das Ganze wieder ein wenig einzudämmen. So, schaut es euch an. Vorher, nachher. Und jetzt habe ich hier unten die Helligkeit, die ich haben möchte. Was manchmal sinnvoll ist, ob ihr das jetzt in diesem Fall machen müsst oder nicht, das liegt bei euch. Aber ihr seht vielleicht, dass wir hier so ein paar, naja, Strukturen bekommen, die nicht so sehr schön sind. Na, also hier, das hier, diese Strukturen, die kriegt man relativ leicht wieder weg, indem man einfach über Filter, Weichzeichnungsfilter, die ja, den Klassiker nimmt, den Gaußschen Weichzeichner und den hier drüber bringt nicht gerade 140 Pixel, aber vielleicht sowas ungefähr, 70 Pixel, 60 Pixel und dann seht ihr, ah, diese Strukturen vorher, nachher, die lösen sich ganz wunderbar auf. Ne? Das ist also eine Form des Bending, die immer dann auftritt, wenn man speziell auf dunkle Flächen malt und die dann ganz besonders stark aufhellt. Ne? Da sind einfach nicht genügend Tonwerte da. Allerdings, der Gaußsche Weichzeichner, der richtet es wieder und
macht das in den meisten Fällen absolut anschaulich. So, das zweite, was ich gesagt habe, würde ich hier noch auf dieses Autodach drauf malen. Schaut mal, das sieht ja schon so aus, als würde sich hier das Licht dieses Starts im Autodach spiegeln. Und da kann man natürlich jetzt logisch mit einer eigenen Ebene hantieren. Ihr könnt es aber auch ein bisschen einfacher haben, indem ihr diese Ebene nehmt. Pinsel, sehr viel kleinere Pinsel natürlich. Na, jetzt haben wir leider unser Orange verloren, weil ich Grau draus gemacht habe. Das macht aber nichts. Ich finde es vollkommen undramatisch, wenn ihr verschiedene Orangewerte, Gelbwerte, Rotwerte verwendet. Ich habe immer noch den gleichen, nur die Farbsättigung ist vielleicht ein bisschen anders. Aber die Werte hierfür, die kann man sich auch schließlich aufschreiben. Habt ihr ja vorhin gesehen, dass man die sich einfach merken kann. So, also, was mache ich damit? Deckkraft 20%, das würde das machen und da gehe ich zweimal drüber, dann habe ich ein ausgefressenes Dach. Will ich nicht. Also, da gehe ich auch wieder mit, naja, mal mit 7% drüber und mache das vorsichtig hier und an der Stelle vielleicht ein bisschen stärker. Jetzt gehen wir hier rüber. Ausgefressen darf schon sein, aber es soll vornehm ausgefressen aussehen. Na, so, das heißt, vielleicht nicht überall gleich stark. Und an der Stelle hier, da gehe ich jetzt allerdings wirklich mit 20% drüber und mache diese ganze Kante sofort relativ hell. So, und jetzt schaut mal, vorher, nachher. Das gleiche könnt ihr übrigens natürlich an der Stelle auch nochmal machen. Ne? Vielleicht nur mit 10%, das ist ja schon recht hell hier drunter und könnt hier nochmal dafür sorgen, dass dieser Reflex, der noch nicht da ist, aber der sicherlich an der Stelle sichtbar sein müsste, sich nochmal verstärkt, weil das hier alles, wenn wir hier runtergehen, das ist so super hell, weil es ja die das Licht unserer Startexplosion quasi widerspiegelt, sodass ihr hier schon locker mit 10%, ich gehe mal auf 20% hier entlang malen dürft. Hier darf es einfach sehr, sehr hell werden. Hier auf dem Dach natürlich auch. Und so langsam nimmt die Wölbung hier uns die Reflexionsmöglichkeit. Da braucht man also nichts mehr dran zu machen. Solche Reflexionen sehen normalerweise viel besser aus, wenn sie so einen kleinen Halo bekommen. Und diesen Halo, den malt ihr mit genau der gleichen Farbe. Ich nenne das auch Halo. So. Das kennt ihr auch vom Mond, wenn man durch den Himmel, wenn man durch, also an den Himmel schaut, den Mond sieht und ist so ein ganz, ganz leichter Wolkenschleier davor. Den haben wir hier zwar nicht, aber trotzdem ist es an dieser Stelle hier so hell, dass eine Fotokamera, hätte man das jetzt fotografiert, ein solches ja, Licht, eine solche Überstrahlung produzieren würde. Schaut mal, sowas ungefähr. Das hier. Das wäre an der Stelle sichtbar. Macht es lieber schön, nicht wie ich, ne? Also ein bisschen kleiner und in der Mitte darf es wirklich super hell werden. So, und in diese Ebene dürft ihr sogar noch ein bisschen was davon reinmalen, weil in der Mitte muss dieser Halo wirklich super hell aussehen. So, jetzt haben wir, ne? So sieht er gut aus. Das gleiche mache ich an der Stelle hier auch. Nein, danke. An der Stelle ebenfalls, auch da male ich einen solchen Halo rein, damit es eben deutlich heller und strahliger aussieht. So. Und hier noch ein bisschen heller in der Mitte. So, und diese Kleinigkeiten, die sind es dann doch ganz häufig, die dafür sorgen, dass das Ganze realistisch aussieht, wenn man genau solche Dinge, solche Kleinigkeiten wie hier und da berücksichtigt. Das wäre es allerdings dann auch soweit. Ich glaube, wir sind fast am Ende. Was dem Bild gut täte, ist, wenn es oben nicht ganz so ausbluten würde. Ne? Also ausbluten, damit meine ich, dass die Helligkeit hier und hier und hier überall die gleiche ist. Nur am Horizont ist es vielleicht ein bisschen heller. Wäre, glaube ich, besser, wenn wir den oberen Teil unseres Bildes ein wenig abdunkeln. Ja, gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Das ist sowas Ähnliches wie eine Vignette. Nur, schaut mal hier, das hätte ich gerne hell. Und hier ist schon so dunkel und auf der Seite auch, dass wir da definitiv keine Vignette brauchen. Deswegen begnüge ich mich mal mit diesem linearen Verlauf, den ich hier an die obere Bildkante malen möchte. Das machen wir ganz simpel über eine Gradationskurve, würde ich sagen. Wir gehen also zu den Korrekturen. Gradationskurven, ich ziehe das Ganze ein bisschen dunkler, so, ohne Schnittmaske natürlich und auch hier noch ein bisschen dunkler, dann dürften wir ungefähr, so jetzt ohne Schnittmaske, ungefähr da liegen und das Ganze wird jetzt mit einem Verlauf versehen. Das könnt ihr jetzt von Hand malen, wenn ihr wollt, oder ihr nehmt einfach das Verlaufswerkzeug, das ist das hier. Ihr seht, dass mein Verlauf von schwarz nach weiß verläuft. Wenn es wirklich direkt senkrecht sein soll, könnt ihr dabei die Shift-Taste drücken, dann verläuft er wirklich tatsächlich senkrecht, nur eben andersrum, also von unten nach oben müssen wir das, Moment, müssen wir das machen, also ungefähr von hier nach hier, so würde ich sagen. Und jetzt, schaut mal, sieht das ziemlich
cool aus, na? Weil das ganze Bild oben ein ganzes Stück wieder abgedunkelt wird. Hier könntet ihr es wieder rausnehmen, wenn ihr wolltet. Andererseits ist es nicht so schlimm, wenn diese Ecke ein bisschen dunkler ist, denn Ecken sollten sowieso nie besonders viel Lichtinformation transportieren. Etwas größer sieht es dann so aus und ich glaube, unser Bild ist super geworden. Wenn es bei euch anders aussieht, hey, seid froh. Das soll nicht genau gleich aussehen wie bei mir. Es soll nur so aussehen, dass ihr damit zufrieden seid und dass das Ganze eine gewisse interne Logik hat. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ihr habt ein paar Techniken gelernt, die ihr auch selber für andere Projekte, andere Techniken, andere Bilder, andere Motive verwenden könnt. Ja, und verabschiede mich, Uli Steiger. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr Spaß hattet und freue mich aufs nächste Projekt mit euch.